Hey, und willkommen hier zu einer neuen Die Sims hier Let's Build Folge zu meiner Jahreszeitenfarm. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter mit diesem Familienhaus. Ja, ein Riesending mit Garten, mit Gewächshaus natürlich auch und mit allerlei Jahreszeitenaktivitäten. Mit diesem Pack baue ich hier drin auch primär. Aber natürlich verwende ich auch so ein paar andere Inhalte aus Packs, wie zum Beispiel für die Küche, ne? Da gibt es ja nichts aus Jahreszeiten. Und ihr habt das durch den Vote auch bestätigt, dass ich das doch machen soll. Yay! Danke an alle Kommentare nochmal zu den letzten Folgen. Wir haben letztes Mal ja oben das Kinderzimmer eingerichtet. Schön frühlingshaft hier, wow. Richtig bunt und warm. Und das Bad haben wir hier angefangen, das modernisierte Bad. Und dann haben wir hier noch ein bisschen, Gruselbad hier. und es gab wieder tolle Kommentare. Oben haben wir auch noch den Dachboden und noch so ein paar Balkone. Und dieses Zimmer hier oben, das richtet ihr ein. Gibt's als leeren Raum in der Galerie. Könnt ihr euch runterladen, wieder hochladen. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. So, und jetzt gab's wieder einige Kommentare, und zwar zu diesem Raum. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, was mache ich denn da drin? Und die meisten haben gesagt, hey, meine Waschküche, das fand ich auch ziemlich cool. Und das machen wir doch dann jetzt einfach. Ja, wir machen so einen schönen, bläulichen Raum, würde ich mal sagen. So ein bisschen Landhausstil hier auch wieder. Und da gibt es auch, hier ist so, glaube ich, ist das der? Da gibt es so einen blauen Boden. Guck mal, der passt sogar dazu hier. Haben wir ein bisschen Variation mit drin. Und dann können wir doch hier auch gleich mal die Waschtag-Accessoires-Objekte uns anzeigen lassen. Und das machen wir doch auch, ja. Für alle, die das Pack nicht haben, vielleicht jetzt auch nochmal so einen Einblick. Für alle, die es haben, ihr könnt das Haus runterladen mit allen Objekten, die ich gemacht habe. Zumindest hier betreffend. Ich finde das auch so toll mit der Garderobe. Das muss hier irgendwie auch noch mit rein. Ich finde das so schön. Das ist so ein bisschen auch so ein Übergangsraum zum Gewächshaus. Das heißt, es könnte auch so eine Art, so ein Raum sein. So ein Lagerraum oder sowas. Also das muss hier auf jeden Fall rein. Wir haben auf jeden Fall auch noch diese Objekte hier. Die sind ja auch sehr cool. Das passt hier jetzt ganz gut an die Ecke hin, finde ich. Ja, ist ein bisschen knabbig mit dem Fenster, aber das geht. Hier ist alles handwerklich hier selbst hier hingemacht, hier, ja. Und dann haben wir noch dieses Sideboard. Das ist einfach perfekt, auch vom Stil her, ne? Dass man dann sowas irgendwie macht und dann das alles in so ein bisschen Waschmittelfarbe, sage ich jetzt mal, ja, noch ausgestaltet. Wir haben hier auch noch diese Deko, das passt auch ganz gut. Hier könnte man dann auch bügeln oder so. Das finde ich auch nicht schlecht. Und natürlich brauchen wir jetzt hier noch Platz für die Waschmittel. Maschinen, die will ich da reinstellen. Machen wir das Sideboard hier hin oder dahin, dann haben wir auch noch Platz. Ja, machen wir das mal dahin. Ja, let's do this hier. Machen wir das mal so. So, ich kann nicht mehr den Raum vergrößern hier. Ja, wir müssen jetzt klarkommen mit dem Krams, das wir hier haben. Ist das cool oder ist das cool? Und ja, finde ich so gar nicht so schlecht jetzt mal. Dann können wir jetzt da nochmal so ein altes Waschbecken nehmen. Das ist auch ganz toll, finde ich. Das passt auch da ganz gut dazu irgendwie, indem man hier so, ne, rüber geht ins Gewächshaus. Das kann man da auf jeden Fall auch noch mit anbringen. So ein richtig altes Waschbecken. Und da kann man auch so Körbe dann platzieren. Ja, wir können alles brauchen. Und natürlich hier unsere Wäscheleine. Es wäre natürlich gut, wenn man die hier irgendwo platziert, dass wenn man da rauskommt, dass man die auch hier irgendwie aufhängen kann, das Krams zumindest. Und die können wir auch in so einem normalen Holz so machen, finde ich jetzt besser, ne? Ist ein bisschen besser. Ja, die kriegen trotzdem noch einen Trockner, den wir integrieren. Da gibt's alles. Und die will ich dann auch wieder, weil es jetzt hier gerade so extrem genutzt wird. Die machen wir auch in so einem Türkiston. Ja, das sind halt solche typischen Plastikgerätschaften. Sollen wir die eigentlich übereinander stellen? Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Wäre eigentlich mal praktisch. Wenn wir das endlich mal nutzen hier. So, machen wir das mal so. Die darf hier aber nicht in die Wand reinhängen. Ne, ich würde auch sagen, wenn, dann packen wir die so ums Eck rum. Das ist gar nicht so schlecht dann, oder? Ja, das muss schon richtig sein hier. Wenn man schon mal so Sachen stapeln kann, müssen wir das auch mal ausnutzen. Hier in der Ecke finde ich das ganz toll. Dann können die da ein- und ausräumen. Praktischerweise, hier gibt es noch so ein paar Eimer. Dann holen wir uns da aber auch den Wäschekorb dazu. Finde ich auch nicht schlecht. Und dann kann man aber auch noch die Waschschüssel nehmen. Das ist auch ein ganz interessantes Objekt. Mit Waschbrett, weil das kann man dann auch rausstellen. Dann haben wir dann noch mehr Aktivitäten. Können wir machen das hier mal so. Wir machen das hier so hin, genau. Und dann packen wir da nochmal eine Wäscheleine hin.
hier jetzt wirklich mal zum... Das ist auch so ein bisschen farmmäßig, ne? So Landlebensstil und alles. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das so irgendwie so macht. Das kann gut das Thema unterstützen hier. Können wir nehmen da eine schöne gelbe Tonnenfarbe. Das ist doch schön. Jetzt müssen wir hier aber nochmal gucken, ja. Also ist jetzt die Frage, lassen wir das so blau alles oder machen wir jetzt zum Beispiel die Wand anders, dass das dann irgendwie ein bisschen harmonisch ist. Es ist natürlich schon ein bisschen krass jetzt, ne, wenn ich das jetzt so sehe wieder auf einmal. Ich würde vielleicht auch mal so ein Holzthema nehmen, weil wir haben das Holz so oft und ich finde das ganz schön, wenn man das dann da wiederholt. Das passt dann auch zu den Fenstern. Auch hier würde ich das sogar dann machen. Und dann ist das ein bisschen dezenter ausgestattet hier, ne? Ja, wir machen das jetzt doch so. Und die Dinger, die machen wir, das ist jetzt Waschmaschine, machen wir so und Trockner machen wir gelb. Dann haben wir ein bisschen Farbe. Ein bisschen Farbe. Sonne und Wasser hier, oder? Warm und kalt. Trocken und nass. Ja, was nehmen wir denn da für eine Farbe von dem Ding? Ich würde mal so grün machen vielleicht, ja. Und jetzt holen wir uns da noch irgendwie so einen Mülleimer. Das wäre nicht schlecht für den Flusenfilter hier. Mülltonnen. Ja, man braucht ja schon so ein bisschen was. Das könnte auch so ein Wäschekorb sein. Finde ich nicht so schlecht. Aber das ist das an die Arbeit. Deswegen gucke ich nochmal. Aber ich finde den schon, das ist so am ehesten noch ein Wäschekorb. Deswegen nehmen wir den dazu. Ja, dann ist das so ein bisschen dekorisiert. Und ich würde jetzt auch mal gucken, dass wir, ich weiß nicht mehr, aus welchem Pack das ist. Ich glaube aber aus Zeit für Freunde, da gibt es so Abflussgitter. Das ist eine interessante Geschichte dann, um den Raum nochmal zu unterstützen damit. Weil das einfach gut aussieht. Ne? Und ich finde es jetzt hier nicht, aber ich glaube, es ist bei Pool-Deko oder so, ist es, glaube ich, mit drin. Genau, hier ist ein Abfluss. Den wollte ich doch haben hier. Den machen wir auch noch ein bisschen kleiner. So riesig muss der ja nicht sein. Verkleinerungs-Cheat hier. Machen wir das hier so hin. Und dann nehmen wir da auch nochmal so ein Gitter. Ich finde das immer ganz toll, wenn da dann irgendwie so ein Abfluss noch ist. So zur Sicherheit, oder? Falls es mal ausläuft. Ja, das ist hier am Rand dann der Fall, weil da ist das Gefälle dann. Ja, das ist so ein kleines Deko-Objekt. So ein bisschen mehr nach Gitterfarbe hätte ich das gern. Ja, wir nehmen das mal. Der Abfluss ist okay. Den können wir auch da vielleicht auf so ein Ding machen, oder? Da haben wir ausgesägt. So. Hinten noch ein bisschen Grünmatsch. Der gammelt schon. Ne, finde ich nicht so schlecht jetzt hier. Das ist doch ganz gut. Da kann man was mitmachen jetzt. Jetzt gucken wir nochmal weiter rein in das Waschtag-Accessoires-Pack. Ist vielleicht auch eine gute Idee hier, Objekte aus diesem Pack zu verwenden. Das heißt auch, für alle, die es haben, ist es natürlich ein schöner, vollwertig ausgestatteter Raum. Für alle, die es nicht haben, die müssen dann halt diesen Raum quasi ersetzen mit irgendwas anderem. Aber ich denke, es ist eine schöne Geschichte, wenn man da jetzt auch noch so ein bisschen so einen Stuhl hinstellt. Und da kommt natürlich noch allerlei Deko rein jetzt. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Diesen Besen, der darf auch gern 2-3 Mal hier vorkommen. Das ist ja so, wie gesagt, unser Versorgungsraum. Wir machen hier auch diese Glühlampe rein, statt dieser Lamp. Nehmen wir hier mal die Glühlampe und hier auch nochmal eine, damit es ein bisschen heller wird. Und dann packen wir da auch noch das Bügelbrett-Krams rein. Die kann man ja dann da aufstellen. Ich mache jetzt mal beides einfach dazu. Hier nehmen wir mal eine andere Farbe. Nehmen wir mal, oh, das ist schon kitschig, ne? Ich glaube, ich nehme das. Das finde ich ganz gut. Das ist so, vom Holz her passt das. Und dann haben wir da das andere, das ist auch okay. Und dann können wir noch so einen Kranz oder sowas, ne? So ein bisschen was Dekorisiertes hier. Nehmen wir mal den. Und ja, wieso nicht da auch noch so einen Teppich irgendwie rein oder so? Das kann doch, dass das ein bisschen gemütlicher wird. Oder ist es zu viel des Guten? Ich packe den mal hier so drunter oder den Stuhl. Da kann man dann ein bisschen chillen, ein bisschen zugucken, während das hier wäscht. Und dann, ja doch. Komm, das machen wir so. Ist witzig. Das ist mal witzig hier. Da haben wir auch noch ein paar Waschmittelkramsachen dann. Dann nehmen wir aber was anderes. Das mal so. Ich glaube, wir können das auch da reinstellen. Dann haben wir da alle Sorten hier. Mit dabei. Da wird viel gewaschen. Die brauchen viel Vorrat. Kommt alles oben hin, damit die Kids da nicht rankommen.
Und langsam neigt sich unsere Deko auch dem Ende zu, ne? Aber die Körbe hätte ich schon noch gern gehabt, aber die passen jetzt nicht mehr hin. Das ist jetzt blöd. Ah, so ist es halt. Ja, dann kann man hier bügeln, waschen und aufhängen gleich und irgendwie. Das ist okay. It's okay, it's alright, oder? Wird man schon so sagen. So. Vielleicht hängen wir das. Machen wir das lieber doch an die Wand hin. Und hängen das hier darüber, weil hinter der Tür ist es, glaube ich, besser aufgehoben. Und auch das. Das ist hier, glaube ich, besser. Ja, so ist das gut. Vielleicht. Upsala. Vielleicht können wir auch hier. Und noch, ne, das passt auch schlecht. Ich dachte, so ein paar Deko-Dinger da noch dazu. Die haben halt wieder den vergrößerten Schatten. Das ist, dass man da noch so ein paar Pflänzchen reingeholt hat oder so. Ja, den war es zu warm im Gewächshaus. Das ist doch gut. Das ist auch so ein schönes Krams. Ja, wenn schon, denn schon, oder? Hier so ein bisschen als Duft. Duftnelke. Die können wir vielleicht hier so aufhängen. Das ist ganz schön. Ja, machen wir das doch. Und hier brauchen wir dann noch ein Zaun. Zäunchen. Würde ich einfach so einen ganz schlichten, rustikalen Basegame-Zaun. Oder wir nehmen den am besten. Der ist nämlich in der gleichen Farbe. Ja. Da brauchen wir schon eine Treppe. Und hoch eigentlich auch. Wenn man oben rauskommt. Wobei, nee, da brauchen wir gar keinen. Weil da machen wir einen normalen Zaun dann hin. Dass die Sims uns nicht runterpurzeln. Dann braucht man diesen Aufgang nicht. Weil das sieht meistens doof aus, wenn man einen Aufgang macht. Und dann ist in dem Aufgangszäunchen auch nochmal ein Zäunchen, das ist nicht so schön. Nee, so ist es gut. Da oben weiß ich noch gar nicht, was reinmachen richtig. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, das ist jetzt eine schöne Waschküche hier. Also da kann man jetzt echt nichts sagen. Also da haben jetzt echt alles drin. Das ist jetzt mal nicht schlecht. Ja, das sieht doch richtig schön chemisch aus irgendwie. Ja, man kommt auch an alles ran, glaube ich. Ne, Wäschekorb, hier ist noch so ein Stuhl, bisschen Deko-Krams. Und dann holen wir jetzt noch aus der Deko selber. Das Waschtag. Baby.show Hidden Objects. Da gibt es nämlich noch diese Wäschehaufen. Und die man dann wirklich auch in die Waschmaschine stecken kann. Nicht die aus dem Base-Game. Sondern die richtigen. Da ist es, guck mal an. Da ist es doch, hier, da ist er doch, hier der Wäschehaufen. Den wollte man doch haben. Ja, die schmeißen alles auf den Boden hier, die Sims, echt mal. Echt mal, sogar hier auf den Schrank schmeißen die es drauf. Ich verkleine das mal. Können wir hier auch frische Hemden aufhängen? Können wir die nicht da irgendwie da oben noch? Da wollen die nicht hoch, ist aber doof. Dann machen wir die da noch drauf. Dann so die Ablage, oder? Ja, da hat man gleich frische Klamotten. Die könnt ihr sogar in den Schrank reinpacken dann. Dann sind die, habt ihr saubere Klamotten im Schrank und die Sims freuen sich. Ich würde, glaube ich, diese Lampe doch hier rüber und da nochmal eine reinmachen. Ja, das ist ein bisschen heller. Schön, so muss das doch sein. Ja, okay, dann haben wir das auch. So ein bisschen wilder Raum, aber es ist gut. Das ist cool. It's okay, it's alright. Gefällt mir. Next one. Das machen wir heute noch. Wir haben ja letztes Mal hier so ein bisschen mit Flur angefangen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das jetzt hier so weitermache. Wir haben ja auch noch diese Jacken und Mäntel. Die müssen wir hier noch unterbringen. Unbedingt. I want you. Man kann auch hier im Flur ganz schön immer Deko aufhängen, wenn dann mal die Jahreszeitenfeste und so sind. Das ist auch ein total tolles Objekt. Das muss ich unbedingt auch noch hier benutzen. Das muss noch öfter hier vorkommen. Das ist so toll. Das ist einfach was Tolles. Ne? Man kann das so schwierig hier überall hinpapseln. Aber was willst du tun? Ne? Das kannst du echt nicht irgendwie auslassen, das Ding. Es geht nicht. Wir brauchen Platz dafür. Wir haben draußen auch schon so einen Besen. Wir müssen doch irgendwo hier noch das anbringen können. Das kann jetzt mal nicht sein. Selbst der Zaun ist hier zu. Ja, wenn man es verkleinert, dann geht es nicht weiter runter, ne? Aber sowas braucht man doch. Wo machen wir das denn jetzt hin? Können wir das hier irgendwo an das Ding hier anpapseln? Guck mal, wir machen das mal so einfach daran. Ne? So geht es doch auch. Wir haben ja das Schild. Dann können wir das hier festschrauben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das hier wollte ich haben, sowas in die Ecke.
Das können wir auch vielleicht neben die Tür oder so machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Kommt der Farmer rein, hängt den Hut da auf. Und dann hier so ein bisschen was Lockeres irgendwie noch. Machen wir das mal so, ein bisschen dezenteren Farben. Oder nochmal was anderes, irgendwie sowas. Ja, das ist jetzt das falsche Holz. Nehmen wir das. Und dann ist das einheitlich. Sieht man da nochmal so ein paar Jacken. Vielleicht hängen wir die noch ein Stück höher, dass die Katze da nicht rumknabbert. Kratzt, whatever. Ja, das ist auch in Ordnung so. Ja, noch so ein paar Bügel. Die müssen immer ein paar Mal die Klamotten wechseln. Und in diese Ecke, da muss auf jeden Fall noch eine Pflanze rein. Das kann ich nicht ohne jetzt. Also, ich will jetzt auch noch nicht noch Dschungel oder sowas nehmen, aber wir können da auf jeden Fall die hier nehmen aus dem Hunde- und Katzenpack, das wir eh da drin verwenden, weil das ist echt auch eine schöne Pflanze. Und sowas würde ich gerne auch draußen irgendwie nochmal verwenden. Das ist echt toll. Das ist wirklich toll hier. Finde ich echt schön. Nee, wirklich mal. Also solche Milchkannen-Deko, das ist natürlich total farmmäßig. Ne? Das ist übel einladend auch, finde ich. Okidoki, haben wir das auch. Ja, dann haben wir unten eigentlich doch schon den Raum fertig hier. Ne? Das ist alles schon hier completed, bis auf den Balkon. Was machen wir denn da hin? Das ist wieder so eine Frage. Abends hat man da schönes Licht. Da habe ich ja mal so bunte Pflanzenkästen hingemacht. Ich möchte auf jeden Fall auch hier nochmal so ein paar Tulpen haben. Das sind nämlich auch so schöne Objekte. Das ist ja auch eine Blumenfarm. Ne? Eine Gemüse-Pflanzenfarm, keine Tierfarm. Und dann könnte man hier Aktivitäten, ich möchte halt irgendwie nochmal was hin platzieren, was man auch benutzt. Und da müssen wir mal hier reingucken. Ne? Also das ist jetzt, das ist schwierig, finde ich. Also so eine Gitarre wäre nicht schlecht. Hier ist auch gut, wenn man da raussitzen könnte. Das wäre auch gut. Wir haben auch noch dieses Grünkrams hier, diesen Formschnitt, aber das ist ja eher so Kontrafarm, ne? Natur und so. Und das ist ja gestutzt und so, richtig. Eingriff in die Natur. So ein Formschnitt. Aber wir können hier nochmal so eine Werkbank oder sowas auch aufstellen. Das ist bestimmt auch nicht schlecht, wenn man sowas macht. Die kann man ja auch nicht oft genug haben irgendwie. Ja, dann machen wir hier die Pflanzen dann doch weg. Ich würde jetzt hier dann so eine Werkbank reinsetzen. Die ist dann auch so ein bisschen überdacht. Aber die da so in die Ecke rein, vielleicht so ein bisschen schräg hätte ich die gern, ohne dass die in die Säulen reinquetschen sich. Damit es auch so aussieht, wenn man hier arbeitet. Ja, und hier muss man noch ein Werkstück einspannen können und so, da muss man ein bisschen Luft sein. Und dann können wir da dieses Holzdekokrams da noch hinstellen, diese Figürchen da. Was sind die denn drin? Ich glaube, die sind dann bei Deko drin, bei Statuen. Ja, genau, da ist es doch. Ja, da hat man da so diese Schnitzereien hier. Wo immer was anderes rauskommt, was man anklickt. Ja, das reicht mal. Oberflächen. Ich komme vor. So, und da nehmen wir jetzt so schöne Regale. Und packen da so ein paar hin, dass man da so ein bisschen das ausstellt. Aufstellt und ausstellt. Ja, ach, die sind so groß wieder. Ich würde die gern so irgendwie machen und hier auch nochmal zwei. Da hat man sich halt ein paar Regale hingeschraubt. Für die eigenen Kramsachen hier vor das Fenster, ja. Und ihr wollt echt nicht da hoch, hier, Hongels. Ihr wollt echt nicht da hoch. Da muss ich euch manuell hochschieben. Ja. Nummer eins. Wir müssen, glaube ich, das Regal noch ein Stück höher, ja, ja. So. Ja, abends ist das doch schön. Da kann man da schön runter und raus hinten und dann so ein bisschen hier noch schnitzen. Kann man sogar eigene Möbel herstellen, was ich auch ganz toll finde. Ist auch so ein Gameplay, das dann dazu passt, finde ich. Man lässt hier noch so ein bisschen runter. Und jetzt last but not least, hier kommt nämlich auch noch einer hin. Jetzt haben wir noch drei Regale, machen wir die drei doch einfach voll. So. Vöglein. Pleitegeier und andere komische Vögel. Heißt das Ding. Ja, und dann hat man da auch noch ein bisschen Platz. Also wenn ihr da auch noch was schnitzt, dann habt ihr da noch ein bisschen Space.
Wir müssen ja das obere Regal auch nicht unbedingt jetzt hier zwangsweise ja voll klatschen. Das ist so auch ganz gut. Ja, dass so ein bisschen das Thema rüberkommt eben, ne? Und auch da machen wir jetzt hier so eine Glühlampe hin. Das finde ich ja auch wieder so, ne? Selbst gebastelt. Und da auch nochmal einen haben wir da bei Nacht, nämlich auch noch schönes Licht. Wenn es mal wieder länger dauert mit dem Schnitzen, dann wird es nicht so düster. Jetzt gehen wir auch da nochmal rein in die Deko, weil da gibt es ja auch noch solche Schrotthäufen-Dinger da. Ne, so Verschnitt. Ja, und da gibt es aber, glaube ich, auch noch sogar größere. Oh, die gibt es ja auch noch. Schnell so Photon. Die kann man sogar hier reinstellen. Kann man sogar hier reinstellen. Na denn, na also. Da Pferdchen und was weiß ich für Krams hier. Horsen. Jetzt wird euer Regal oben doch noch gleich voll. Machen wir mal den Grizzly da drauf. Ach, der will wieder nicht, der Honk. Dann machen wir den unten hin. Der bewacht die Blumen. Ja. Finde ich gut. Holzfäller gibt es auch noch. Ja, der muss auch hier noch bewachen. Ja, ja. So. Komm ja rein hier, hallo. Wag es nicht. Gut, gut, gut. Jetzt will ich hier trotzdem noch so einen Tisch rausstellen, weil das ist ja in der Nähe der Küche und des Esszimmers und man soll dann hinten raus schon irgendwie gehen können. Jetzt nicht wunder wie mega groß, aber schon so ein Außentisch irgendwie. Der ist doch nicht schlecht in unserem Holz. Dass man da noch so ein bisschen sitzen kann einfach. Ich würde das gerne mal so machen. Ja. Komfort. Esszimmerstühle. Was haben wir denn da? Ja, müssen schon die genommen werden, oder? Frisch gestrichen hier. Oder auch nicht ganz. Angemackt. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Wenn man da abends irgendwie ist, toll, ne? Wow. Da will man auch gerne raussitzen. Hammer. So. Auf dem Tisch, da muss auch noch was sein. Jetzt wäre es natürlich witzig, wenn wir hier auch noch mal so eine Statue oder sowas hinpflanzen. Wir können es ja mal auf gut Glück versuchen. Na, den will ich nicht. Ach. Machen wir den gleichen, oder was? Da muss irgendwie sowas wie diese Schwäne da sein, die man von beiden Seiten... Ups, Alter. Von beiden Seiten betrachten kann. Genau, so ist das doch schön. Ja, jetzt hat das doch Stil. Gibt es hier nicht auch in Gelb? Also so ein bisschen genau. Und dann nehmen wir die. Hat man das abgerundet. Das sieht man bei dem Licht jetzt gar nicht so gut. Aber ich glaube, das lohnt sich, wenn man das macht. Sehr gut. Sieht auch alles so geschreinert aus, ne? Das ganze Haus. Deswegen muss da ja irgendwie so eine Schreinerbank da rein, finde ich. Alright. Alright, alright, alright. Gehen wir hoch. Wir haben noch einiges zu tun, Leute. Es hört nicht auf. Es ist toll. Dass es nicht aufhört. Wir haben jetzt hier so ein Bett und ich sehe das eigentlich, wenn man hier so reinkommt, muss das eigentlich schon hinten sein, ne? Ja. Der muss schon hier irgendwie sein, oder? Ja, ja, muss schon da eigentlich, oder? Muss schon da sein. Ich würde aber da noch Vorhänge aufhängen. Wir haben ja auch die neuen Vorhänge aus dem Jahreszeitenpack. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Endlich. Wir können da auch die Vierer nehmen, wenn ihr wollt. Ist noch ein bisschen zu groß. Ja, so ein Mittelding wäre gut. Und da gibt es ja auch verschiedene Farben. Da können wir jetzt ein bisschen was auswählen. Oh, das Orange passt halt so gut, ne? Chakalaka hier. Das ist eigentlich dann, ja, gebongt. Da müssen wir woanders auf das Orange verzichten, damit es nicht zu viel wird. Aber bei dem hier, bei dem Zimmer, da muss man jetzt, machen wir ein Herbstzimmer. Wir haben ein Frühlingskinderzimmer. Dann haben wir hier ein Herbstzimmer einfach. Hier ist es auch ein bisschen problematisch mit der Fensterhöhe, weil die sind unterschiedlich, sehe ich gerade. Das will man ja nicht so gern. Aber hier habe ich ja gedacht, ne, damit es hier ein bisschen höher ist und damit die Blumenkästen noch drunter passen. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Grober Schnitzer hier. Okay, dann gucken wir jetzt da gleich mal, weil ich mache das gern dann am Ende mit den... mit den Wandfarben. Aber wir haben hier so einen schönen Teppich. Der muss da auf jeden Fall rein. Das ist so richtig schön. Landhaus-Style-mäßig. Und da... ja, da ist jetzt wieder die Frage. Ne? Was machen wir da? Es wäre natürlich schon schön, wenn man da auch jetzt wieder so eine Art sowas da... ne? Muss da schon rein irgendwie. Ist aber auch eigentlich ein ganz schöner Ton. Fällt mir gerade so auf. Das ist so ein bisschen...
ja, nicht weiß und nicht grau, sondern so ein leichter Touch ist da in Farbe drin. Oder sehe ich das falsch? Ja, sowas kannst du echt nicht bringen. Das muss schon so ein bisschen mit Holz wieder sein. Das ist voll schäbig. Ja, das ist auch schön halt, ne? Das ist halt eher so dann in... Das ist mehr so rustikal und das so ein bisschen aufgehübscht, ja? Ein bisschen edler. Aber es ist ja eigentlich das Hauptschlafzimmer. Das heißt, eigentlich könnte das ein bisschen hübscher sein. Und solche Blüten, solche Pflänzchenwände, die passen da schon ganz gut dazu, finde ich. Jetzt. Ja, komm, dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Das hier oder das hier? Weiß oder braun? Ich würde schon sagen braun. Also wenn es so ein bisschen herbstzimmermäßig wird, dann machen wir hier doch schon auch so einen braunen Boden, aber nicht den, sondern so ein bisschen heller. Da, oder? Ja, ist okay. It's okay, it's alright. Wobei der wieder auch total toll ist, mein Favorit. Der ist auch schön. Oh, das passt sogar mit der Wandfarbe hier. Das ist ganz komische Wandfarbe, ne? Aber es passt irgendwie. Keine Ahnung warum. Ja, Oberflächen. Wir holen uns da noch ein Nachttischschränkchen. Nachttischschränkchen. Oh, das hat der Mann angeschleppt, der unten das zusammenbastelt. Wir können da gerne so ein bisschen in was Hochwertigeres reingehen. Das ist so das Hauptschlafzimmer. Ich würde auch hier dann aber in dem Holzturm wieder drin bleiben. Ihr wisst, ich mag das. Wenn das harmoniert. Und dann nehmen wir hier aber diese moderneren Tischchen. Aber auch in dem dunkleren Ton, oder? Oder wir nehmen diesen braunen Ton, der ist auch schön. Ja, da ist ein bisschen mehr Variation auch drin. Dann nehmen wir doch die. Die haben auch wieder diese Pflänzchen-Deko am Rand. Und wir brauchen jetzt aber noch grün, sonst verschwimme ich hier im braunen Brei. Wir nehmen doch die einfach wieder. Ich finde die so toll. Das könnten so selbstgezüchtete Bäumchen irgendwie sein. Und ich weiß, die sind jetzt so gestutzt mäßig, aber ich finde das irgendwie, es muss irgendwie hier richtig blühen in dem Zimmer. Und die sind ja dann schon so auch, ja, mit dem Gold und so haben wir das wieder ein bisschen drin. Und das sieht dann schon ein bisschen hochwertiger aus, wenn da dann da ausnahmsweise mal gestutzte Bäumchen drin sind. Hier nehmen wir so ein paar Kerzen. Ich mache die aber ganz gern kleiner. Die wollen nicht wegen dem Wasser. Ach, wie doof. Da müssen Kerzen rein. Dann filmen wir die auch so ein bisschen kleiner, aber das ist ein bisschen zu klein. Dann muss man halt aufpassen, dass die nicht durch die Wand da durchgehen. Das ist immer so ein bisschen... Ja, da kannst du keine Kerzen eigentlich aufstellen. Musst du mal wieder stutzen hier. Ja, das Ding. Und hier irgendwie so ein bisschen was Drahtmäßiges. Das ist auch so ein... so was Selbstgestaltetes. Und ich würde da, glaube ich, auch so ein paar andere Töne dann noch mit aufgreifen, damit es nicht so eintönig hier, so schwammig hier wird. Und es sieht auch so ein bisschen, ne, so selbstgemacht aus. Könnte man selber gebogen haben, diesen Draht. Oder... Ja... Ist auch so eine tolle Lampe eigentlich, ne? Ich mag ja so Lampen dann, wenn das irgendwie toll ist. Aber hier ist es echt schwierig mit dem Platz. Eieiei, Chibumbaichi. Komm, dann machen wir die Bäumchen da irgendwie, machen wir ein Bäumchen da rüber. Können wir hier ein bisschen tricksen. Dann tricksen wir alles ein Stückchen weiter rüber. Merk kein Sim. Ist wirklich so. Merk echt kein Sim. Merk kein Sim. Und dann kommt hier die Kommode hin. Haben wir die auch gleich aufgeräumt. Ja, die passen nicht ganz zwischen die Vorhänge. Leider. Dann müssen wir die doch wieder da zurücknehmen. Aber da können wir was anderes hinstellen, dann wirkt das optisch schon besser. Ich finde das mit dem Gelb jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin gerade nur am Überlegen, ob ich das noch knalliger irgendwie mache, weil da gibt es auch schon schöne Sachen dabei. Auch mit so Blüten und mit so Förmchen und so alles. Das ist schon nicht schlecht. Mit der Lampe kann man einiges anstellen. Ja, ich würde jetzt trotzdem mal die nehmen, weil die passt farbig mit dem Orangen und mit dem Gelb total gut zum Bett dazu. Ja, lasst uns das mal tun. Dann holen wir uns jetzt noch, wer hätte es gedenkt? Wir brauchen das Bild. Wo ist das Bild? Daniel will das Bild. Das Bild, ja. The Bild ist the Bild hier. Dankeschön, da wird sogar gut passen. Meine Traumfarm. In der Wüste. Ich würde jetzt mal
Ja, das nehmen, ne? Das ist gut. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Ja, das ist gut. Das ist doch gut hier. Ja, perfekt. Sieht voll gemütlich aus. Wenn man sich auch am liebsten draufflacken und dann als Stalkerin das Elternfreundenhaus hinten begutachten. Für alle, die das Let's Play kennen. Insider. Okay, dann würde ich jetzt hier aber noch, weil wir hier so viel Space noch haben, schöne Couch-Sessel-Dinger da reinmachen. Oh, die sind auch schon gut, ne? Oh, die sind auch gut. Komm, wir nehmen die. Die ist ein bisschen Imkaronik-mäßig. Wabenform. Die machen wir aber. Wie machen wir die? Gegen die Wand oder irgendwie oder nur eins? Wir machen, glaube ich, nur eins, oder? Ich sehe auch diese Wand so irgendwie als Schrankwand, aber ich. Ja, also dann müssen wir die Couch eigentlich da hinstellen. Machen wir das so? Ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann hat man das Bett noch so ein Stück weit geschützt, weil man da drum rumlaufen muss, um diesen Tisch. Und dann ist das Bett so ein bisschen, ja, für sich so ein bisschen separiert, ne? Und da können wir was für den Kids drauf machen, das finde ich immer ganz schön, das nehme ich ganz gern. Gerade für sowas, Elternfreuden-Krams. Das darf auch gern ein bisschen rausstechen. Da kommen wir nehmen direkt das Regenbogen-Ding. Die Kinder basteln ganz viel. Ich glaube, im Esszimmer haben die auch schon was, ne? Und da machen wir dann wirklich so einen Schrank noch hin. Oder? Würde ich schon. Also so einen Schrank brauchen wir eigentlich schon noch. Wir haben jetzt so eine Kommode, aber wir brauchen eigentlich schon noch einen Schrank. So einen schönen, alten, knorrigen Schrank. Fällt auch noch zu meinem Bücherregal. Das passt ja auch wieder zu unserem... Ne? Zu unserem Schränkchen da. Und jetzt brauchen wir noch einen Kleiderschrank. Also da wäre auch wieder so eine Kommode eigentlich schon auch passend. Aber ich wollte eigentlich schon so einen richtigen Kleiderschrank. Das hat man fast gar nicht in dem Spiel, ne? Das ist echt übel. Selbst wenn man die ganzen Packs durchguckt. Das gibt es irgendwie nicht hier richtig. Schöner großer Kleiderschrank? Nee, nix ist. Wir haben Wandschränke, wir haben alles. Aber jetzt, wenn ich das hier sehe, dann muss das eigentlich mit rein. Oder wir machen das hier dahin, aber das ist ein bisschen zu breit dafür, ja. Weil das passt mehr zu den Nachttischschränkchen. Aber hier ist auch gut. Machen wir das so. Machen wir das so und so. Und Deko-Spiegel, da muss jetzt dieser neue Spiegel rein. Guck, ihr merkt auch schon, viele haben so viel Angst gehabt, der macht so viel aus anderen Packs. Mach ich gar nicht. Mach ich gar nicht. Ella Bad. Nee, ehrlich jetzt mal. Also es ist wirklich so, dass ich natürlich, wie ich es auch gesagt habe, primär Jahreszeiten verwende und dann halt nur vereinzelt irgendwie so andere Objekte. Also das ist jetzt nicht das Thema, dass ich jetzt wie in einer normalen Reihe mit allen Packs baue, sondern es ist wirklich, wirklich, ja, eine Ausnahme, wenn ich andere Objekte benutze. Außer natürlich für meine Waschküche. Okay, habt ihr recht, aber ich finde die Milchkanne so toll, weil die so ein bisschen gruselig aussieht, weil die so gar nichts dran hat. Ja. Kürbisse müssen da jetzt nicht unbedingt hin. Wobei das eigentlich ganz schön aussieht mit den Lampen und so, ne? Das hat schon was. Wir machen hier auf jeden Fall diese Herbstblätter hin. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, so ein paar Herbstblätter. Ja. So cool. Aber die Körbchen würden auch gut passen. Aber Dschungelkrams nehme ich jetzt nicht auch noch. Sowas ist auch immer toll. Ich liebe dieses Objekt. Es ist echt richtig schön. Ja, es sieht ein bisschen belebter aus. Nicht so langweilig hier alles hier gerade gerückt, sondern dass auch mal ein bisschen was Krams hier, das hier rumfährt. Das können wir hier noch dazu machen. Zur Garderobe. Und hier können wir noch so ein paar Zeitschriften oder so, ne? Das hat man doch immer gern, sowas irgendwie. Die neueste Pharma-Zeitschrift. Ich möchte sowas eigentlich noch unterbringen, ne? Dass das so ein bisschen was ist, wie wenn man jetzt aus dem Bad und so
hat man so ein paar Sachen rausgeholt, die man irgendwie mitnimmt für den Ausflug oder na, hier ist so ein bisschen Utensilien, was man sich hier rauszieht. Und dann nimmt man die irgendwie mit auf eine Reise oder auf einen Ausflug. Und ich würde auch da nochmal irgendwas an die Wand klatschen. Aber nicht schon wieder Hashtag grün. Vielleicht ein grünes Bild. Ich finde das halt so toll, das Bild. Das ist auch wieder thematisch halt total cool. Ja, das ist gut so. Magisch. Magisch. Können wir nochmal so einen runden Teppich auch hinmachen. Ist auch nicht so schlecht, oder? Machen wir den da drunter. Ja, irgendwie hätte ich den gern nochmal. Wir haben ja da schon so einen. Einen länglichen, aber da können wir mal so einen anderen irgendwie nehmen. Ich finde das halt, das unterstützt das Ganze irgendwie noch mehr. Und das ist so ein bisschen Ankleidebereich, da können wir das auch machen. Durch die Bücher da, die sind wir doch schon ein bisschen im Weg. Die werden hier irgendwie besser aufgehoben. Ja, aber ich finde diese Utensilienkisten, dann ist doch so witzig, dass ich die da gern behalten würde. Jetzt holen wir uns da noch so, ne, obligatorisch, das ist ganz klar, dass die da hin müssen. So ein paar Terrakotta-Pflänzchen. Die Ableger, ja, die werden behütet hier im Bett, neben dem Bett. Und da kommt nochmal sowas rein, das ist auch schön. Das ist auch schön, ja, auch hier mit ein paar Töpfchen. Das muss jetzt so sein. Oh, ist das toll hier, dass das Fenster so tief ist. Da kann man richtig schön rausgucken. Wow. Gefällt mir. Was sagt ihr dazu? Brauchen wir da noch was? Brauchen wir doch was? No, I don't think so. Ich glaube nicht. Oder? Lass mich mal überlegen, was haben wir denn noch im Schlafzimmer? Bett, Spiegel, Schrank. Was zum Sitzen so ein bisschen macht. Macht Sinn zum Rumknutscheln. Und ja, ansonsten bin ich zufrieden. Ja. Ja. Ist doch ganz schön. I like. Ihr auch. Daumen nach oben. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat heute. Wir gucken jetzt nochmal durch. Wir haben noch ein Kinder- oder Teenagerzimmer. Wir haben noch ein Bad. Wir haben hier oben noch ein Klo. Wir haben den Flur noch. Und hier noch einen Balkon und den Dachboden. Also es gibt schon noch ein paar Folgen. Trotzdem gerne weiterhin kommentieren, was euch noch fehlt in dieser Farm, mit dieser Farm. Weil, ja, so viel Platz ist jetzt auch nicht mehr. Und so viel Reihen, so viele Folgen gibt es auch nicht mehr. Und ich bin echt mal gespannt, auch wie das aussieht im Frühling, wenn das alles blüht. Und weil die Frage auch öfter kam, wo hast du die her? Wo hast du die gefunden? Die gekreuzten Pflanzen. Ich habe einfach Plants eingegeben. Plants. Plants. Ja, ich glaube. Und dann kamen die. Da gab es mehrere. Da gab es Seasons Plants und da gab es irgendwie All Plants oder so. Und die waren dann schon gekreuzt. Ja, und ich finde das auch ganz cool. Da müssen wir auf jeden Fall mal einbrechen mit unserer Lea aus dem Let's Play. Unsere Blumenbinderin. Die muss ja da dann sich ein paar Blumen klauen, oder? Die wohnt ja nur direkt über die Straße. Man kann ja leider nicht fragen, darf ich ein paar nehmen? Geht nicht, man muss die klauen. Mal gucken, ob das klappt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.